Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Soul Mask. Schön, dass ihr da seid. Wir werden heute, es ist noch nicht lang genug her, dass ich das gesagt habe, ich habe es nicht vergessen. Wir werden heute mit Bob einen Ausflug zur Kaserne machen. Inventar war beim letzten Mal schon aufgeräumt. Ich habe meine Waffe zur Reparatur gegeben, die dürfte eigentlich von alleine hier gleich irgendwo auftauchen. Wenn nicht schon geschehen. Nö, ist noch nicht so. Wird überhaupt betreut? Von Schmelzi. Ist doch schon repariert. Schmelzi, hast du meine Waffe geklaut? Schmelzi? Betrüger? Hä? Ich hab die Reparaturwerkbank gelegt, damit ich... Hä? Okay, warte mal, was? Da, hier! Gott, vielleicht war ich einfach nur blind. Das ist okay. Haltbarkeitsobergrenze wurde reduziert, ist mir egal. Ich hatte noch eine andere spontane Idee, jetzt nebenbei, während wir zur Kaserne gehen. Ich glaube, wir würden uns das Leben einfacher machen, wenn ich Gegner einzeln ranpulle. Und da hätte ich theoretisch Pfeil und Bogen zur Auswahl, aber auf der anderen Seite, ich habe das gleiche ja schon mit dem Speer versucht bei Tieren. Das klappt erfahrungsgemäß bei den Menschen genauso gut, das heißt, ich mache mir gleich noch einen Bronzebär. Den nehmen wir einfach mit. Aber auch mindestens blau, ich bin ja anspruchsvoll, ne? 10 Barren, 5 Leder. Okay, vielleicht mache ich es auch doch nicht. Ja, doch, habe ich. Dickleder. Leder. Hartholzgriffe. So. Hier. Komm, machen wir noch einen. Dann kriege ich eine rote. Aber eigentlich wollte ich einen Speer haben. Ach, habe ich die freigeschaltet? Ach so. Mal den Bronzesperr noch, den finde ich nämlich gar nicht so schlecht. Eine weiße? Ja. Lass mal stecken. Wieso waren da überhaupt noch so viele Sachen drin? Bronzesperr. Genau. Gut, pack ich mal ins Lager. Falls du mal irgendwen ausrüsten musst, habe ich zumindest schon mal eine weiße auf Lager. Ja. So, beim Speer, wie gesagt, ich habe den gewissen Anspruch. Ich würde gerne mindestens blau haben. Das ist nicht blau. Gut, ich kann auch nur so lange arbeiten, wie ich Bronze hier habe, also passt das erstmal. Na komm, komm! Mal grün. Einer, komm. Ich werde höchstens 5 Speere machen. So, ich setze mir jetzt mal eine persönliche Obergrenze. Komm, komm. Ach, ist egal, ich will damit die Gegner nur ranpullen. Scheiß drauf. Ich nehme notfalls den grün und alles ist gut. So schlimm kann es nicht werden. Ja, passt. Gut. So, dann nehmen wir hier den Holzspeer weg. Bronzesperr rein. Packen in die Waffen rein. Das sieht gut aus. Ich nehme mir mal eine Doppelklinge als Ersatz mit. Was zu essen nehme ich auch noch mit. Fleisch mit Soße. Genau, machen wir mal ein bisschen Fleisch mit Soße. Jetzt für diesen Ausdruck machen wir das jetzt mal richtig. Was ist das denn? Fleisch mit Soße? Kann ich noch nicht? Ah. Jetzt kann ich's. Salz. Na, 9 Stück. Ja, und dann nehme ich da jetzt gleich was von. Dann gebe ich Bob ein bisschen was in die Hand. Bandagen müssen wir nochmal aufteilen und dann geht's los. Und
150 mehr EP. Das ist schon geil. Also ich wollte noch mal anderes Buff essen, was noch dazu kommt. Was in eine andere Kategorie fällt. Mais. Du hast der Mais erhöht die Verteidigung. Das ist doch gut. Traglast. Gerösteter Kürbis. Oh, gerösteter Kürbis. Ich glaube, den esse ich einfach. Da habe ich was da. Lerne ich jetzt eigentlich kochen dadurch? Ich glaube schon, ne? Mal. 50 Sekunden noch. Tatsächlich kochen auf 24, super. Was schön ist, in der Zeit, wo ich ihn mache, kann Bob weiter leveln, ist schon auf Stufe 23 hoch. Ein Träumchen mit ihm. So, letztes. Das ist das, was ich auch direkt esse. Nehme ich 4 mit ins Inventar. Dann kriegt 4 noch Bob. Genau, vielen Dank. Oh. Und ich wollte noch gerösteten Kürbis. Den habe ich aber schon gefunden. Perfekt. Bob, du darfst doch kurz weitermachen. Ich mache ein kleines Nickerchen. Und dann knapp ich mir das halt packe und es geht los. Theoretisch wäre es auch noch klug, mir vielleicht nochmal so ein Lagerfeuer mitzunehmen, dass ich dann vor Ort auch nochmal nachspawnen kann. Aber gehen wir jetzt im ersten Moment einfach davon aus, dass ich nicht sterbe. Das wäre doch eigentlich mal was, mit dem man planen könnte. Gut, Bob, du machst einen echt guten Job. Ja, Anführer. Dann, Betreuer kommt Schmelzi hier wieder. Viel Spaß, Schmelzi. Bob müsste ich leveln können. Hat ein paar Punkte verteilen, sehr gut. Nicht Traglas, Verteidigung. Eigentlich bräuchtest du Verteidigung und Life. Widerstand. Und Schaden. Steigert Schaden von Doppelklingen. Komm, gehen wir hier mal auf die 20. Belastbarkeit, Ausdauer. Nö, Konsti. Maximale Zähigkeit. Oh ja. Wahrnehmung. Na nö, dann geht der Rest in Konsti rein. So. Ach, jetzt habe ich einen Punkt zu viel in Agilität gesteckt. Nein, egal. So, Kontrolle. Kämpfen. Mir folgen. Mich halt Packer? Oder meinen Tiger? Ich glaube, ich nehme den Tiger, weil ich es einfach cool finde. Ich muss ja nicht so viel tragen. Tiger sag ich schon mal, Leoparden. Dschungelpanther. Mann. So. Bob folgt. So, dann. Let's go. Ja, einfach immer eine gute Idee, das mit dem Panther hier zu machen. Der ist einfach schnell. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Deswegen laufe ich ständig gegen Bäume, aber das passt schon.
echt noch eine Kilometerstrecke? Oh nein, oh nein. Oh. Oh. Okay. Das Alpaka hätte darunter jetzt deutlich mehr gelitten. Ich brauche jetzt nicht mit euch spielen. Da ist ein Respawn-Punkt. Ignorieren. Wir müssen heute uns um den Chef kümmern. Oh, hier parken. Da kommt jemand schon zu uns. Ja, komm her. Wow. Ich nehme erstmal alles mit wieder. Er ist schon ein bisschen heftig, wenn er trifft. Vielleicht hätte ich den Schwert noch mal mehr mitnehmen sollen. Der ist ja geil. Treff ich? Hey. Balam hat doch keiner bemerkt, dass ich hier war. Ich war doch gut bis jetzt. Wichtig ist, ich muss verhindern, dass sie die Feuer anzünden. Der Rest ist mir egal. Ist da auch Loot drin? Yo. Nice. Okay. Ich wollte was essen. Bisschen Barfood zu mir nehmen. Oh. Ja, die Zinnbank noch dabei. Ah, passt schon. Nein, 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 nein! Ich guck mir die Sachen gar nicht so an, ich mach einen groben Überblick. Epische Sachen, die ich dabei. Hast du was zum Verbinden? Aber du kriegst ja auch fast keinen Schaden durch den ganzen Spaß, ne? Ja? Hier hast du noch ein paar. Oh, ist das schön. So, dann lass mich doch auch mal hier ein bisschen looten diesmal. Wo ich mir streng genommen auch nicht zu viel Zeit lassen sollte. Aber nee, die Spell. Die Gegner wurden vielleicht, glaube ich, alle auf eine höhere Respawn-Zeit gesetzt. Das heißt, ich könnte hier viel entspannter. Ja, ja. Oh, ich wollte das Tierchen mal vollmüllen. Na egal. Aber hier Schlachtertische, ne? Ist hier Loot drin? Nö. Scharfes Horn, okay. Nee!
Rackerzucht! Gut, wäre jetzt rot, hätte ich Schwierigkeiten gehabt. Was will denn jetzt her? Spawnt ihr doch schneller nach? Glaube. Hier oben war auch noch ein Feuer, ne? Ich sehe gerade keins. Komm her. Da vorne ist Big Boss. Ich hab was Neues gelernt. Warte, ich hab irgendwas Neues gelernt gerade. Hier ist dieser Speer vielleicht ein bisschen drüber? Boah, mal gucken, was ich da gelernt habe. Hier, du wirst einfach gemessert. Oh, voll. Na gut, war klar. Es musste ja mal passieren. Nicht alles mit. Na gut, nicht, dass das jetzt richtig wäre. Mist! Ah, ja, aufräumen. Du kriegst auch was. Oh, ich würde nämlich gerne versuchen, möglichst viel mitzunehmen. Auch wenn ich kann ja alles zu Hause nochmal aussortieren, auseinandernehmen, so, das ist ja. Nachgespawnt, oder ist das ein anderer Eingang? Ah, das ist ein anderer Eingang. Und da wäre hier, ne? Da kommen noch zwei Freiwillige. Ja. Oh, Stufe 20. Okay. So, zwei Feuer habe ich schon mal ausgemacht. Die
Ich hoffe einfach, es ist ein anderer Zugang. Dann passt das hier schon. Ich muss gleich wieder Inventar aussortieren. Weil einmal muss ich... Ja, geh weg! So. Geht wieder los. Schön, die ganzen goldenen Sachen eigentlich. Hitzeschutzmodifizierung, auch schon bekommen. Oh, schick. Hier. Wie, was zählst du davon, die Dinger hinzubekommen? Viel, oder? Hier ist noch ein Stapel Bandagen. Problem ist bei mir, es kommt halt einfach diese Loot-Geilheit durch. Oh, sind aber auch ein paar interessante Sachen bei. Es wird besser, es wird besser. Bananen ist entsprechend noch nichts, was man unbedingt braucht. Feuerstein. Ach, die Aufmerksamkeit ist gefallen und ein Chubby ist gerade in den Chat, wollte ich so sagen. Chilisamen? Wenn ich mir bei denen auch über diese Chili-Soße absammeln können. Bis jetzt, dass die vielleicht auch irgendwo mal Chili haben. Oh. Viele Dinge, die nicht Not tun. Oh. Chili-Samen! Huh. Nö. Gut, was kann ich dir denn so geben noch? Ah, ich muss auf dein Gewicht aufpassen. Hast mich überzeugt. Oh. Alles kaputt in meinem Inventar. Nix los. Adi. Ach, hier liegt noch was. So. Sind wir hier fertig mit einem. Nein. Das noch, das noch, das noch. Passt schon. So. Ab nach oben, nächste Höhe. Noch ein paar Fässer, egal. Was bist du denn hier? Okay. Komm mal her.
Hier ist zumindest kein weiteres Feuer. Ist doch ein Anfang, oder? Okay. Ach, ihr hört den Speer. Hey! Hä? Er wechselt meine Waffe nicht. Arsch. Witzig, ich kann sie mit dem Speer quasi dahin locken. Okay. Ich würde gern den Kleinen, also die Kleine, wenn ich das richtig sehe, da weg haben, ohne dass ich den Großen anlocke. Beziehungsweise, wenn ich die Kleine habe, ist sie tot, bevor der Große hier ist. Positiv denken. Also eine Truhe zum Looten? Egal. Oh, fangen wir mit dem Opener an, ne? Go! Oh. Dich zieh ich nicht ran. Praktisch, da kann ich auf Abstand bleiben. Das macht's eigentlich einfacher. Vor allem, wenn ich dein Aggro habe. Oh. Nice! Ich glaube, ich jetzt auch das erste Mal, dass ich hier strategisch rangegangen bin, ne? Oh, du hast nur die guten Sachen. Ui. Blutaktivierungscreme. Stellt nach der Einnahme sofort LP von, in Höhe von 10% der Max-LP plus 150 wieder her. Ui. So. Dann darfst du hier mal... Ganz viele Sachen kriegen, die nicht so viel wiegen. Weil ich nehme dir das große Gewicht mal ab. Nein, tue ich nicht. Hauptsache, ich habe ein paar Slots frei im Inventar. Epische Truhe hinten. Zwei. Mittlere Truhe. Oh. Na? Clownstammfarbe 1. Oh, Rohlack. Erz. Okay. Dicke Bestienhaut. Oh, große Bronzepfeile. Hier, Mignon. Wo ist jetzt das Opfergefäß? Müsste ich ein Opfergefäß bekommen haben? Ah, muss ich vielleicht noch finden. Vielleicht oben am Opferaltar, wo sie, naja, unsere letzte Kampfkraft ein wenig hingerichtet haben. Zu schwer, bewegen nicht möglich. So schlimm ist es nicht. Du kannst dich ja noch bewegen. Hi! Dein Chef ist übrigens tot. Deiner auch. Verbinden. Ah, war nur ein paar Zentimeter. Pantherchen, ich hab dich lieb. Du kriegst alles. Okay, gut. Wiegt ja nicht viel. Das sind ja einfach nur die Slots, die ich frei brauche. Da oben ist das Opferding. Puh.
ich jetzt euren Anführer schon beseitigt habe, bin ich ja... Oh, eine mittlere. Sollte das ja jetzt nicht mehr so schlimm werden, oder? Zinnerz und noch mehr Farbe, okay. Bob, gib mir mal das da. Der Panther freut sich drüber. Hast du auch wieder ein bisschen... Kürbisse. Gelbe Farbe. Okay, ich finde hier alle möglichen interessante Sachen. Noch eine Truhe. Auf jeden Fall werde ich Speer nochmal optimieren. Ich finde das mit dem Speer jetzt hier zu arbeiten, das hat mir Spaß gemacht und war geil. Na gut, vielleicht wird Fallen und Bogen auch nochmal so geil. Ich weiß es nicht. Wie gehe ich jetzt hier oben auch nochmal lag, dann werden die auch nochmal Truhen sein, oder? Jo. Jetzt natürlich auch alles dadurch, dass wir komplett Bronze-equipped sind. Das war ja das Ziel, worauf ich hingearbeitet habe. Ist schon ein bisschen angenehmer geworden. So. Auch nach oben. Die Opferstätte. Ja! Oh. Okay, wir haben da doch noch einen. Okay, wir haben ein Problem. Wow. Binde dich mal. Gut, dass meiner so, ich glaube, 60% Schadensreduktion hat. So, ich bin kurz. Ah! Nein! Ich kann mich nicht bewegen! Wow! Das war unangenehm. Die ganze Sache droht! Silberornament? Opfergefäß, 2 Stück, danke. Nein, Spaß hier. Das soll ja schon schief gehen. Bronzerüstung und Full Life, ne? Komm. Ich krieg doch ganz schön aufs Maul. Scheiße. Die Schadensreduktion von Bob ist einfach nur. Er ist einfach nur so geil. So. Gemacht. Fortgeschrittene Lagertruhe. Na? Silberbarren? Basisstoff des Clownstabs? Aha. Ernsthaft? Toll, Pyramiden. In die Wächter der Pyramiden wurden Schlüssel implantiert, die zum Öffnen der Steintore benötigt werden. Um sie herbeizurufen, benötigst du Opfergaben. Auf den Opferaltären vor den Pyramiden kannst du sehen, worum es sich dabei handelt. Das für die Opfergaben erforderliche Material wird auch in den Herstellungsbauplänen festgehalten. Solltest du es einmal vergessen, kannst du sofort dort nachschlagen. Hey, haben wir hier noch eine fortgeschrittene Truhe? Ja! Nee, das ist so eine mittlere. Aber wir haben noch eine Truhe.
Golderz. Okay. Dann haben wir's. Wir haben's. Ah, da oben ist noch Loot. Ach so. Geht das schon wieder los hier. Ich glaube, Rot und Gelb werde ich tatsächlich bald nicht mehr zu Hause. Irgendwas war ja mit Aneignung. Irgendwie hatte das ja besondere Effekte, wenn ich... Darf ich dich jetzt? Nein, immer noch nicht. Danke. So, dann haben wir alles. Auf die auch laufen können. Kaserne ist geplündert. Ich habe doch ganz gut aufs Maul bekommen. Eieiei. Aber der Speer, der war Gold wert. Der hat einem das Leben so viel vereinfacht. So, ich bin jetzt hier relativ langsam wegen dem Gewicht. Ist erstmal nicht so schlimm. Das kann ich mir nämlich schön reden. Erstmal. Irgendwie habe ich eine Fliege, die mich gerade auf die Nerven geht. So, Real Life so. Du hast doch hier... Hast du nicht die Barren jetzt bekommen? Oh, Bob, du kannst dich ja wunderbar hinterher teleportieren, ne? Oh, jetzt sind wir schneller. Gut. Ich mach mich auf nach Hause. War eine geile Runde. Hat mir super gut gefallen. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Oh, ist das cool? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.